Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Der warmen Jahreszeit geschuldet oder entsprechend werden wir natürlich sehr oft in den Verkaufsgesprächen darauf angesprochen, wann ziehe ich denn meinem Kind eine zehenfreie Sandale an? Und das würde ich jetzt mal Punkt für Punkt mit euch zusammen durchgehen. Wer kennt es nicht auch? Mit den steigenden Temperaturen wächst der Wunsch nach mehr Atmungsaktivität oder sagen wir es mal so, mehr Luftigkeit an den Füßen. Und da werden wir natürlich nicht gerade wenig gefragt. Sandalen sind ja immer ganz gut und schön, aber wann ziehe ich denn die an und ab welchem Alter kann man denn das anziehen? Und da lohnt ja eigentlich schon mal ein Blick in das Sortiment eines Kinderschuhfachgeschäftes oder eines Schuhladens generell, um festzustellen, dass es gerade zehenfreie Modelle auch schon in Mini-Pippi-Größen gibt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, also wenn der Wunsch der Mama besteht, ich möchte gern ein zehenfreies Modell haben, dann ist das durchaus auch schon ab Größe 20 möglich. Ob das Ganze jetzt Sinn macht, ist jetzt wieder was anderes. Aber wir gehen einfach bloß erstmal darauf ein. Sandalen werden ja generell immer gerne in der wärmeren Jahreszeit angezogen. Und dann sind immer auch die Mamis ein bisschen unschlüssig. Natürlich die Papis mitunter auch. Ziehe ich jetzt meinem Kind Socken drinne an? Ja oder nein? Das können Sie gerne halten, wie Sie es gerne möchten. Viele denken eben halt immer nur, dass sozusagen eine Socke in der Sandale auch die Reibungspunkte verringern würde und sich das Kind nicht so schnell die Füße aufreibt. Das hat aber weniger was mit der Socke zu tun, sondern entweder mit der Verarbeitung der Schuhe, mit dem Innenmaterial oder mit den teilweise dann eingesetzten oder vorhandenen Steinchen oder Stöckchen, die sich dann sozusagen in das Innere des Schuhs der Sandale auch hineinmogeln und dann gerne unter Riemchen sich platzieren und dort für die wunden Stellen sorgen. Generell, wenn eine Sandale ordentlich verarbeitet ist, und das kann man sehr schnell und einfach überprüfen, ich gehe hier einfach mit dem Finger entlang, merke ich, ob hier irgendwelche Knoten, Verdickungen sind, die sozusagen das Wohlbefinden des kindlichen Fußes einschränken würden. Wenn das nicht ist, dann kann ich natürlich bedenkenlos, auch gerade bei den hochwertigen Modellen, wo ich ein Lederfutter oder zum Beispiel ein Funktionsfutter innen verarbeitet habe, diese Schuhe auch gerne barfuß anziehen, weil dafür sind sie ja gedacht. Sie sind ja für die wärmeren oder heißen Tage des Jahres gedacht und da rede ich immer dem, alles was so über 25 Grad liegt, gerne barfuß. Wer es nicht mag, darf gerne auch in den Temperaturenbereichen darunter, und da rede ich dann von 18 bis 25 Grad, darf ja auch gerne ein Söckchen anziehen. Wir sollten aber eins bitte nicht vergessen, Kinderfüße schwitzen halt schneller. Das hat jetzt nichts also mit unserem Temperaturempfinden als Erwachsene zu tun, sondern Kinder sind nur einfach aktiver. Den Meter, den wir laufen, da machen die sozusagen 4 Tippelschritte oder 6 Tippelschritte, je nach Altersgruppe, und laufen damit einfach mehr. Die Füße sind mehr in Bewegung als bei uns Erwachsenen. So, und damit geht natürlich auch ein gewisses Wärmeempfinden voraus. Das hat einfach was damit zu tun. Es sind Bewegungsorgane, die werden durchblutet. Also hallo, kommt auch mal ein bisschen Wärme mit dazu. Ne? Ist ja so. Wer das jetzt also nicht möchte, weil ich ja sagte, ab Größe 20 werden solche Modelle durchaus angeboten für alle Altersgruppen, für alle Geschmäcker, farblichen Aspekte, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Dann greift man natürlich auch gerne zu den sogenannten Mittelstick-Sandalen. Die lassen auch noch sehr viel Luft an den Fuß, wie ihr seht, haben aber immer noch eine eingearbeitete Lederspitze. Hier habe ich also auch einen bedingten Zehenschutz, weil sozusagen der Zehenbereich ja doch je nach Fertigung, je nach Auslegung des Modells unterschiedlich gearbeitet ist. Und dann habe ich mal ein kleines Loch für die große Zehe oder mal ein bisschen was Größeres. Je nachdem auch hier sehr luftige Modelle, weil eben halt
gerade in dem unteren Bereich sehr offen. Hier haben wir ein Modell oder hier sind Modelle zu sehen, die doch noch dem kindlichen Fuß ein bisschen mehr Halt geben, weil ja nicht immer für jedes Kind immer unbedingt der Barfußschuh oder die superleichte Sandale das Nonplusultra ist. Ganz einfach, weil es ja auch mitunter kleinkindliche Fehlstellungen gibt. Und wo zum Beispiel die Kinderärztin oder der Orthopäde sagt, nehmt doch bitte mal einen Schuh, der vielleicht ein bisschen mehr Fersenkappe hat. Ist ja nicht verkehrt, weil flexibel sind ja die Modelle alle. Ja? Und flexibel, das heißt immer bedeutet, selbst ein Kind könnte sich hier also auch auf Zehenspitzen stellen, es könnte schön klettern, aber ich habe nicht die super weiche Sohle. Flexibel, ja, aber nicht super weich und super dünn. So, und das muss man eben halt immer sehen. Wie sage ich es immer schön? Was will ich, was brauche ich? Ne? Und wie ihr seht, geht das natürlich, ich schiebe es einfach mal bloß jetzt hier mal ein bisschen näher ran, geht das natürlich mit der Zehenfreiheit auch bis in die großen Größen weiter. Also da ist im Grunde genommen, egal ob sportlich, bisschen rustikaler oder einfach ein bisschen fetziger, sind da keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist immer nur, für welchen Zweck möchte ich es? Für den Kindergarten würden wir als Kinderfachschuh-Tanten der Mittelstegsandale immer den Vorzug geben oder zumindest etwas, was einen gewissen Zehenschutz hat. Wenn dann aber die Mami gerne lieber was Zehenfreies möchte, ganz einfach, weil es schöner und sommerlicher aussieht oder besser zum Outfit passt, kein Problem. Auch dafür gibt es immer eine Lösung im Schuhfachhandel. In diesem Sinne, denke ich doch mal, haben die Ausführungen euch wieder ein bisschen weitergeholfen. Wie sagt man so, zur Modellfindung sozusagen beigetragen, weil der Sommer kommt und damit kann er auch bleiben. In diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin.